Ove Schadauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns, mit Folge 28. Eine Frage hätte ich da noch. Doch bevor ich ins Thema einsteige und die Frage stelle, wollte ich noch kurz erzählen, was in den letzten 3 Tagen, die ich ja nichts an einer weiteren Folge veröffentlicht habe, passiert ist. Ich war mit meiner herzallerliebsten Ehefrau in Luxemburg. Wir sind jetzt 4 Jahre verheiratet, die Zeit vergeht, glücklich verheiratet. Und es war sehr schön, kann jedem nur empfehlen, nach Luxemburg fahren, leckerstes Essen, egal wo eigentlich. Klar, es kostet alles ein bisschen mehr, aber dafür lohnt es sich, ein Gaumenschmaus, eine Sinfonie für die Sinne, war das Essen in Luxemburg. Sprit kostet nur 1,55, Benzin, der Liter. Alles war sehr sauber, sehr ordentlich in Luxemburg, das fällt auf. Wenn ich mich hier umgucke, da ist der Papierkorb die Straße und in Luxemburg ist alles picobello, sauber, ordentlich. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind kostenfrei. Alle können umsonst mit nagelneuer Straßenbahn, 2 Jahre ist die alt, und mit Bussen. Öffentliche Verkehrsmittel können alle umsonst nutzen, können umsonst fahren und die sind genauso sauber und ordentlich. Also ich kann nur sagen, diese Reise, dieser kurze Trip, 3 Tage, 2,5 hat sich gelohnt. Das Hotel war auch toll, alles wunderbar. Jawohl, das tat mal gut, raus aus Deutschland, auch wenn es nur kurz war. Was ist passiert in dieser Zeit, als wir unterwegs waren? Natürlich in München, das war noch der Eindruck, der mit uns mitfuhr, vom 18.02. circa 30.000 Friedensbewegte, Macht Frieden, tolle Initiative, Dieter Dehm, Todenhöfer, wunderbar, tolle Reden, tolle Ansprachen, tolles Programm, tolles Wetter, tolle Menschen. Chapeau, es gibt sie doch noch, die Friedensbewegung. Im Mainstream wurde natürlich dezent nur sehr am Rande davon berichtet. Und da kommen wir ja schon fast auf die nächste Frage von mir. Aber ich möchte noch eine Kleinigkeit erwähnen, die, denke ich, erwähnenswert ist. Ich habe innerhalb des letzten Monats 2 Reels, heißen die, R-E-E-L-S, Reels, ich bin ja nicht so affin mit dieser neuen Social-Media-Technik, habe ich veröffentlicht, auch auf Instagram. Einmal von Helmut Schmidt, einen tollen Ausschnitt im Gespräch mit unter anderem Klaus Kleber, wo sich Helmut Schmidt auf jeden Fall ganz klar, die ganze Botschaft dieses Ausschnitts war, dass es keinen Hass zwischen unseren Ländern Deutschland und Russland geben sollte. Er ihn nie kennengelernt hat nach dem Krieg. Und das war wirklich eindrucksvoll, weil er das 2-mal betonte. Gott sei Dank gibt es keinen Hass. Und dann habe ich noch ein Reel veröffentlicht von Robert Fahrle, fraktionsloser, mündiger Bürger im Bundestag, der richtig mit erhobenem Zeigefinger und leidenschaftlich gesprochen hat vor der ganzen Bundesregierung und dazu aufgerufen hat, verdammt nochmal endlich zu verhandeln, statt Panzer und Waffen zu liefern. Und ihm taten in seiner Rede die russischen und die ukrainischen Soldaten leid, weil die ja die Ersten sind, die sterben und natürlich hängen daran die ganzen Familien. Ein sehr emotionaler, toller, leidenschaftlicher Friedensaufruf. Emotionen sprechen immer die Menschen an und das ist ihm gelungen. Und dieser Aufruf hat inzwischen 720.000 Aufrufe, 720.000 mal aufgerufen auf meinem Instagram-Kanal. 780.000 aktuell mit über 35.000 Likes und unendlich vielen Kommentaren, also großartig. Die Botschaft geht über die sozialen Medien tatsächlich ein bisschen durch Deutschland. Und von Helmut Schmidt, das Reel, ist schon ein bisschen älter, ein bisschen länger drauf, hat 520.000 Aufrufe. Insgesamt also die beiden 1,3 Millionen Aufrufe. Also das heißt, wenn Leute mir sagen, Robert, was machst du noch bei Instagram, Facebook, YouTube, kannst doch vergessen, Reichweitenbeschneidung, das weiß ich. Die normalen Beiträge werden lange nicht so angeklickt. Auf Facebook ist tote Hose, wenn du da ein Video hochlädst. Ich erinnere an meine Stimme des Zorns mit 1 Million Aufrufe. Heute habe ich vielleicht 1000 Aufrufe auf dem Video, wenn es hochkommt, wenn es richtig gut läuft. Also da ist klar Reichweitenbeschneidung, aber diese Reels haben sie wohl nicht so unter Kontrolle. Keine Ahnung, wie das funktioniert.
da sind mal zwei Friedensbotschaften rausgegangen und die können sie nicht deckeln, nicht bremsen, die verstreuen sich, werden verteilt mit unzähligen Likes, insgesamt über 55.000 Likes für beide Reels und unendlich viele Kommentare, 90% positiv. Und da gibt es natürlich Leute, wenn einer sagt, mir tun die russischen und die ukrainischen Soldaten leid und dass man lieber verhandeln soll, statt Waffen liefern, gibt es natürlich eine Handvoll, Entschuldigung, da stimmt irgendwas hier nicht und hier nicht, die sagen, totaler Bullshit, was ein Scheiß, was ein Blödsinn. Also Leute, naja gut, die haben wir immer. Jetzt aber endlich, nach 5 Minuten Intro zu meiner heutigen 28. Folge, und da wollte ich mal darüber reden, wie denn, wenn überhaupt, Propaganda auch im Wilden Wertewesten funktioniert. Auch wenn der Wilde Wertewesten natürlich immer sagt, Propaganda machen immer nur die anderen. Wir doch nicht. Also wir sind die Guten, die westliche Wertegemeinschaft sind die Guten und die machen doch keine Propaganda. Aber witzig ist, fällt euch das auf, man könnte immer 1:1 die Nachrichten spiegeln, wenn sie jetzt gegen Putin nach seiner Rede sprechen, wenn sie gegen die russische Kriegsführung sprechen, wenn sie gegen alles aus Russland sprechen, könnte man eigentlich die Länder austauschen, Amerika reinsetzen und könnte das Gleiche fragen bei 90%, warum aggressive Politik und mit Kriegsmitteln und wenn man an Syrien und so weiter denkt, da komme ich aber gleich noch zu. Nur ist es interessant, wie gesagt, dass unsere Mainstream-Medien eigentlich unablässig und einseitig sagen, russische Propaganda, chinesische, iranische, alle, die nicht so wollen wie wir, machen Propaganda. Also umgekehrt, sie sagen, die lügen, als wenn ich irgendwo auf dem Schulhof einen Feind habe und sage, alles, was der sagt, auch wenn er vielleicht recht hat, aber alles, was er sagt, ist eine Lüge und ist Propaganda. Wenn der nur den Mund aufmacht, da hinten im Schulhof, ihr kennt das Beispiel, was ich erzählte mit dem russischen Schüler und die ganze westliche Wertegemeinschaft auf dem Schulhof mobben den einen und er will sich mal rechtfertigen oder sagen, was habt ihr denn gemacht oder ihr wart doch damals auch nicht anders oder habt doch auch nicht verhandelt und verhandeln wollen oder habt sogar die Verhandlungen mit Absicht verzögert. Dann wird gesagt, das ist alles Propaganda. Ohne zu argumentieren, wird einfach nur mit Propaganda bedeutet, der lügt sowieso. Welcher Richter würde so agieren, frage ich wieder. Jetzt komme ich zur Putin-Rede, die ja Wladimir Putin hielt, die Rede an die Nation, sehr lange, sehr intensiv. Ich habe mir die komplett angehört mit Übersetzung bei Phoenix. Und da habe ich folgenden, zwei Experten wurden eingeladen, eine Russin und ein Professor. Und da hören wir doch mal, was der gleich am Anfang der Sendung sagt. Und natürlich gibt es nochmal unter der Prämisse nur Propaganda in Russland. Hört mal zu. Professor Martin Aust, wir haben es jetzt gerade gehört, eben gleich beginnt ja die Rede von Wladimir Putin, aber vielleicht sagen Sie uns auch nochmal, wie steht es eigentlich gerade um Russland? Wir haben eben gehört, möglicherweise gibt es jetzt noch Kriegsgesetze, aber eigentlich ist doch die gesamte Gesellschaft weit, weit weg von jeglicher demokratischen Orientierung. Ja, Russland hat einen langen Prozess hinter sich, in dem Wladimir Putin dieses Land in eine Diktatur verwandelt hat. Das hat im Grunde genommen allerspätestens mit der dritten Präsidentschaft 2012 begonnen. Da hat er gleich zu Beginn politische Mitwirkungsrechte, Versammlungsfreiheiten, Pressefreiheiten weiter eingeschränkt. Und dementsprechend leben die Menschen, die jetzt noch in Russland sich befinden, auch in einer Informationsblase, die Propaganda des Kreml geschaffen hat. Das müssen wir unbedingt zur Kenntnis nehmen, wenn wir uns fragen, wie könnten die Menschen in Russland auf diese Rede reagieren? Sie werden vieles davon aufgreifen und werden dem Glauben schenken. Wo war dieser Punkt, dass Franz... Professor Aust, Universität Bonn. Ah ja, interessant. Er sagt, Propagandablase des Kreml und die Menschen dort werden dem Glauben schenken. Was machen denn die Menschen bei uns, wenn sie die Biden-Rede von der Tagesschau oder Tagesthemen aufbereitet hören? Schenken sie denn auch einfach Glauben? Ist das nicht auch eine Art Propagandablase? Aber die ist ja immer nur da, die ist ja immer nur bei den anderen, bei denen, die nicht so leben wie wir. Wer anders leben möchte, andere Prinzipien hat, andere moralische Vorstellungen, Wertevorstellungen, wer nicht so will wie wir, der lebt in einer Propagandablase und glaubt seinem Präsidenten, in dem Fall dem russischen. Wenn unsere Nachrichten was aufarbeiten, glauben natürlich die meisten Menschen nicht
Diese Propagandablase würde ich direkt antworten. Herrn Ausleiter lädt man mich nicht parallel zu ihm ein, um das zu widerreden. Er spricht auch davon, dass Putin eine Diktatur ab 2012 vor allen Dingen, kann man das beobachten, sagt er, aufbaute. Ja, warum? Er hat eine leidenschaftlich tolle Rede im Bundestag gehalten, 2001. Manche Leute erinnern sich, Bundestagsrede zu seinem Amtsantritt von Putin. Toll, er hat die Hand gereicht im Westen. Alle haben applaudiert, stehende Ovationen. Kurz danach muss irgendwas passiert sein in der Bundesregierung. Nach den stehenden Ovationen und Applaus ging es nur noch gegen Putin. Verträge wurden annulliert, Versprechungen gemacht. Die NATO-Osterweiterung wurde betrieben, als Putin auch an die Macht kam und davor warnte und sagte, bitte nicht weiter, bitte nicht noch mehr Länder in die NATO. Das hat man alles übergangen. Seine Hand hat man nicht angenommen, die er reichte. Von 2001 bis 2012 sind 10 Jahre. 10 Jahre spuckt der Westen in die Hand von Putin, bricht Verträge, marschiert mit der NATO weiter Richtung Osten, obwohl es ja 1990 so versprochen wurde, mündlich. Es gibt Menschen, die nehmen ein Versprechen mündlich ernst. Im Westen wahrscheinlich nicht. Da kannst du was sagen, wie das Wahlversprechen, wie die Grünen. Du kannst eben sagen, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, gewinnst damit die Wahlen, unter anderem damit. Und wenn du die Wahl gewonnen hast, kannst du Waffen in Kriegsgebiete schicken. Das ist unsere Logik und das sind unsere Demokraten, die mir dann ab und zu Hans-Wurst-Kommentare Whataboutism vorwerfen, da gehe ich auch gleich darauf ein, wenn ich dann argumentiere und sage, Moment mal, was habt ihr denn gemacht? Da habt ihr gelogen, dort habt ihr die Verträge nicht unterzeichnet, dort ihr den INF-Vertrag einseitig von Amerika gebrochen oder abgeschafft und so weiter. Also wenn dann ein Wladimir Putin in seiner Rede all diese Argumente nennt, Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen-Krieg, dann reagiert er auch gar nicht am Schluss. Was interessant ist, Herr Professor ist am Schluss ganz ruhig, Herr Professor Aust, und sagt dann nur, ja, das sind die immer gleichen Vorwürfe Russlands gegen den Westen. Er macht den Westen verantwortlich in seiner Rede, macht ja Putin auch. Für alle Dinge, die jetzt passiert sind, auch die Ukraine-Krise und alle anderen Sachen, ja, das kennen wir ja. Ja, hallo, wenn es aber so ist, wenn der wilde Werte-Westen und die Amerikaner 1 Million Menschen umgebracht haben mit ihren Bomben-für-Demokratie-Aktionen und dann noch immer auf einer Kriegslüge den Krieg begonnen und Länder bombardiert und ins Chaos gestürzt, das erwähnt Wladimir Putin in seiner Rede und möchte daran erinnern, die Brutkastenlüge, Chemiewaffenlüge, alle diese Dinge. Und dann kommt diese russische Propaganda, immer das Gleiche vom Westen. Aber dann kommt wieder Biden, alles gut, alles wunderbar, toll. Biden war an all diesen Konflikten, die ich eben nannte, federführend, einer der größten Kriegshetzer, die Amerikaner haben. Jetzt unterstützt er die Ukraine und Faschisten und Nazis, die Seite an Seite dort kämpfen mit den Demokratien, mit SS-Runen, Schwarzer Sonne und anderen Nazi-Abzeichen. Tja, das ist eine verkehrte Welt, oder? Herr Aust, aber darauf antworten Sie nicht. Ne? Putin hat eine Diktatur und immer mehr und dies und jenes gemacht. Wahrscheinlich wurde Herr Professor Aust nur deshalb Professor und ist es immer noch, weil er genau das Narrativ auswendig gelernt, verinnerlicht hat. Der Russe ist böse und wir sind die Guten, Herr Aust. Das muss man scheinbar mit 1 bestehen, dieses Fach. Wir sind die Guten, gibt es das Fach? Wahrscheinlich, ne? Dann wird man Professor und Experte, Russland-Experte. Sicher viele Expertinnen und Experten. Wo war dieser Punkt, wo Wladimir Putin sozusagen den Weg der Demokratie, der Demokratisierung, der Erneuerung, der Korruptionsbekämpfung, das hat er sich auch auf die Fahnen geschrieben, verlassen hat und dann, Sie nennen das Diktatur, das Land sozusagen Richtung Diktatur geführt hat? Ich frage mich, ob er Korruption überhaupt jemals bekämpft hat. Er ist ja auf die Art und Weise, wie er selber seinen Reichtum in der Privatisierung in Russland in den 90er Jahren erworben hat, ist er ja Teil des Problems. Er schafft ja selber die Korruption, er bekämpft sie nicht. Professor ist dieser Mann. Martin Aust sieht für mich aus wie, weiß ich nicht, man soll ja nicht nach optischen Maßstaben irgendwie handeln, aber geistreich sieht dieser Professor nicht aus. Könnte er von der Militärakademie sein. Gut, aber darauf kommt es nicht an, sondern was er sagt. Putin hat nichts gegen die Korruption getan, als er von Jelzin das Amt übernahm und solche verbrecherischen Oligarchen wie Schodorkowski und dann war noch einer, könnt ihr in die Kommentare schreiben,
auswies, solche Lumpen und Verbrecher, die Russland ausbluten ließen, Gas und Öl für einen Appel und ein Ei verschenkt haben an den Westen und Milliarden schwer wurden, die Riesenkorruption hatte Putin zu bekämpfen und er bekämpfte sie zum Amtsantritt 2001, nachdem Jelzin im Suff alles verscherbelt hat an den wilden Wertewesten. Und das ist doch das, was den Westen so ankotzt, dass da ein Putin kommt und aufräumt in dem Saftladen, den der Westen liebte. Sie brauchen wieder einen Häuptling, der Feuerwasser trinkt und besoffen Verträge unterschreibt. Das ist ja ihr altes Prinzip, das haben sie ja von den Rothäuten übernommen, die sie ausgemerzt haben und umgebracht haben. Das ist doch ein altes amerikanisches Erfolgsrezept. Tja, und so einen Whisky- und Wodka-Trinkenden hatten sie und Putin eben nicht. Und er hat gesagt, stopp, und hat bis gerade, was er sagt, bis rein 2010, 12 diese Verbrecher alle entsorgt, des Landes verwiesen. Die hassen ihn bis aufs Blut und sind immer noch aktiv gegen Russland und verscherben wahrscheinlich all ihre Milliarden in die Ukraine, nur um Putin quasi eine Revanche auszuwischen, was er getan hat. Das nur mal so, was dieser Professor sagt. Er weiß überhaupt nichts über Putins Antikorruptionssachen und er redet natürlich nicht über die riesige Korruption in der Ukraine. Die Ukraine ist das korrumpierteste und das korrupteste Land Europas. Die größte Korruption, Drogen, Menschenhandel, Prostitution, Waffenhandel, alles, was es an Verbrechen gibt, floriert in der Ukraine, in der demokratischen Ukraine. Hat sich aber auf die Fahnen geschrieben gehabt. Ja, schreibt sich das auf die Fahnen. Also im kleinen Bereich, im alltäglichen Bereich, wo Menschen der Polizei begegnen, aber nicht in dem großen Bereich, wo es um Politik und Oligarchen in den frühen Nullerjahren ging. Und die Demokratie hat er sehr früh eingeschränkt, hat schon in den Nullerjahren angefangen, Wahlen aufzuheben, die Wahl der Gouverneure in den Regionen, die hat er ernannt. Also der Abbau der Demokratie ist ein noch längerer Prozess als diese Errichtung der Diktatur, die man in den letzten 10 Jahren beobachten konnte. Tja, Herr Aust, wenn Sie doch mal genauso kritisch auf den wilden Wertewesten und seine Meinungsfreiheit gucken würden mit Julian Assange und den sozialen Medien, Portale werden gesperrt wie KenFM, etc. Jetzt fallen mir die ganzen gesperrten Portale nicht ein. Dr. Daniele Ganser wird bekämpft. Friedensforscher. Warum ist der da nicht? Warum steht da kein Friedensforscher? Jetzt könnten wieder Leute mit Whataboutism kommen. Ich habe schon 17 Minuten 30. Ich habe, glaube ich, zum Anfang ein bisschen zu viel geredet. Ich glaube, ein Whataboutism-Video werde ich demnächst machen. Das, glaube ich, sollte ich mir nochmal vornehmen. Ich sehe so, habe heute auch darauf reagiert und man schreibt das jetzt immer, wenn einer damit kommt auf Instagram, der Whataboutism vorwirft, da schreibe ich, Whataboutism ist genauso ein manipulativer Begriff wie Verschwörungstheoretiker, beides vom CIA und westlichen Geheimdiensten entwickelt, um jegliche vom Mainstream-Narrativ abweichende Meinungen im Keim zu ersticken. Ove Schadauer. Nochmal. Whataboutism ist genauso ein manipulativer Begriff wie Verschwörungstheoretiker, beides vom CIA und westlichen Geheimdiensten entwickelt, um jegliche vom Mainstream-Narrativ abweichende Meinungen im Keim zu ersticken. Wenn man nämlich sagt, Moment mal, wieso sagt Herr Biden, steht mit Zelensky da und redet von Putin, Sie sind aggressiv, mit Bomben und Kriegen kann man einfach die Freiheit nicht eindämmen. Was hat denn Herr Biden, würde ich jetzt fragen, was haben Sie denn gemacht? Waren dabei, Irakkrieg, Libyen, Syrien und egal wo, immer rein, immer die Bomben rein, auch in Jugoslawien, immer reingefeuert die Bomben, auch mit Gewalt. Dann kommt von so einem aus dem Internet, ey, das ist Whataboutism. Ja, aber wenn ein Massenmörder, dem in Anführungsstrichen Mörder, der Massenmörder dem Einmalmörder vorwirft oder zweimal, dreimal Mörder, das ist aber nicht in Ordnung, deine Gewalt. Dann darf ich aber, Entschuldigung, das darf man. Kann man sagen, Moment, Sie als Massenmörder sollten einem Dreifachmörder nicht vorwerfen, beides ist Mord, wissen wir, aber doch nicht vorwerfen, dass er ein schlimmer Mörder ist. Sie sind schließlich Massenmörder, verstehen Sie? Und das wird dir als Whataboutism, obwohl es ein ganz tolles Argument ist, nämlich zu sagen, der ist doch gar nicht glaubwürdig mit seinem Vorwurf. Der Westen ist doch gar nicht glaubwürdig mit all den Vorwürfen, weil der Westen hat so oft gelogen, betrogen, Verträge nicht eingehalten. Das wussten schon die Indianer. Verträge dauerhaft gebrochen, sich an nichts gehalten. Das ist der Wertewesten.
dann kommt das ist Whataboutism. Versteht ihr? Da geht man nicht auf diesen Vorwurf ein. Ihr wollt uns sagen, wie wir leben sollen. Wenn wir aber sagen, ihr habt so viel falsch und schlecht und böse gemacht, kommt, das soll man jetzt ablenken mit einer Gegenfrage. Versteht ihr? So funktioniert 20 Minuten. Ich muss Schluss machen. Meine längste Folge. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir wieder ein bisschen tiefer rein. Free 21. Neuer Stapel für viele Freunde, die sich wirklich bilden wollen, ohne die Bild zu lesen. Wenig, kostet wenig im Abo. Wirklich tiefgehende Analysen, tolle Beiträge. Das ist Wewi Wissen. Druschbar.